بيتر، alles in Ordnung؟ بيتر، كل شيء على ما يرام؟ alles in Ordnung؟ يعني كل شيء على ما يرام؟ بيتر، alles in Ordnung؟ kaputt. Was ist kaputt? Dein Kopf? Dein Bein? مكسور، kaputt. تعني مكسور أو مكسورة، شيء ما مكسور. ما هو المكسور؟ رأسك، ساقك، dein Kopf يعني رأسك، dein Bein يعني ساقك. kaputt. Was ist kaputt? Dein Kopf? Dein Bein? Meine Sonnenbrille. نظارتي الشمسية، die Sonnenbrille. Meine Sonnenbrille. Ist das schön? Das ist ja Wahnsinn. Thomas, هذا جميل. هذا مدهش. Das ist ja Wahnsinn. Thomas? Ist das schön? Das ist ja Wahnsinn. Die ist echt toll. Guck mal, ich habe hier ein Buch über Volkebote mit ganz vielen Bildern. Wo ist Thomas? انظر، guck mal. عندي هنا كتاب عن القوارب مع الكثير من الصور. دي بيلدا، وهي الصور. أين هو توماس؟ Die ist echt toll. Guck mal, ich habe hier ein Buch über Volkebote mit ganz vielen Bildern. Wo ist Thomas? Bin hier. Hallo Monika. أنا هنا. مرحبا مونيكا. Hallo Monika. Diesmal bist du ja wirklich da. هذه المرة أنت فعلا هنا. Diesmal. هذه المرة. Diesmal bist du ja wirklich da. Hallo. Hallo. Katrin hat sich die Susanne angesehen. Katrin ألقت نظرة على die Susanne. على القارب. Sich etwas ansehen يعني ألقى نظرة على شيء ما. Katrin hat sich die Susanne angesehen. Sie weiß alles über Boote. تعرف كل شيء عن القوارب. Sie weiß alles über. تعرف كل شيء عن شيء ما. Sie weiß alles über Boote. Super. Was meinst du? ما رأيك أو ماذا تعتقد؟ Was meinst du? Was meinst du? Sieht ziemlich kaputt aus. تبدو محطمة. Aussehen فعل معناه بدا يبدو. Sieht ziemlich kaputt aus. Nee, die ist noch in Ordnung. لا, لا تزال على ما يرام. Nee, die ist noch in Ordnung. Man muss viel reparieren, aber das meiste könnt ihr selbst machen. يجب الإصلاح أو الترميم كثيرا. ولكن الأغلب بمعنى أغلب الإصلاحات أو الترميمات يمكنكم فعلها بأنفسكم. Das meiste يعني أغلب. Man muss viel reparieren, aber das meiste könnt ihr selbst machen. Verstehe. أفهم. Verstehe. Aber es kostet eine Menge Geld. لكن هذا يكلف الكثير من المال. Eine Menge Geld. الكثير من المال. الفعل kosten يعني كلف. Aber es kostet eine Menge Geld. 7000 Mark. Mark, وهي عملة كانت تستخدم في ألمانيا. 7000 Mark. Möchtest du einen Scheck oder lieber Bargeld? هل تود شيك أو تفضل أموال نقدية؟ Das Bargeld يعني أموال نقدية. Möchtest du einen Scheck oder lieber Bargeld? Bar ist okay. Ach komm, Mama. أموال نقدية سوف تكون جيدة. هيا أمي. Komm, Mama. يعني أعطيني المال. Bar ist okay. Ach komm, Mama. 7000 Mark für die Reparatur eines alten Bootes. Die Reparatur. يعني تصليح أو ترميم. 7000 Mark für die Reparatur eines alten Bootes. Du hast keine Ahnung von Booten. أنت ليس لديك فكرة عن القوارب.
Du hast keine Ahnung. يعني ليس لديك فكرة. Du hast keine Ahnung von Booten. Ich bin ja nicht allein. أنا لست وحدي. Allein يعني وحدي. Ich bin ja nicht allein. Da sind ja noch Andi und Monika. Und ein Mädchen. Die Katrin. Sie weiß alles über Boote. هناك أيضا أندي ومونيكا وفتاة كاترين. إنها تعرف كل شيء عن القوارب. Da sind ja noch Andi und Monika und ein Mädchen, die Katrin. Sie weiß alles über Boote. Und wo soll das Boot liegen? Dein Großvater und ich wollen das Bootshaus verkaufen. وأين ينبغي أن يكون القارب؟ جدك وأنا نريد بيع مرفأ القارب. Und wo soll das Boot liegen? Dein Großvater und ich wollen das Bootshaus verkaufen. Ich weiß nicht. Ein bisschen Geld können wir auch beschaffen. يمكننا أيضا الحصول على القليل من المال. Beschaffen يعني حصل. Ich weiß nicht. Ein bisschen Geld können wir auch beschaffen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. سوف أصدق هذا حينما أراه أو عندما أراه. Glauben يعني صدق. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Du fängst immer Sachen an, die du dann nicht zu Ende bringst. أنت دائما تبدأ الأشياء التي لا تنهيها. Immer, دائما. Anfangen يعني بدأ يبدأ. Zu Ende bringen يعني أنهى شيء ما أو الانتهاء من شيء ما. Du fängst immer Sachen an, die du dann nicht zu Ende bringst. Was zum Beispiel? ماذا على سبيل المثال? Was zum Beispiel? Modellflugzeuge. الطائرات. وتقصد هنا الطائرات التي يشتريها الصغار للعب. Modellflugzeuge. Modellflugzeuge. Da war ich 10 Jahre alt. Hallo? Modellflugzeuge. Da war ich 10 Jahre alt. Hallo? Ah, Vater. Ich habe gar nicht erwartet, dass du hilfst. لم أكن أتوقع على الإطلاق أنك ستساعدي. Erwarten يعني توقع. Ah, Vater. Ich habe gar nicht erwartet, dass du hilfst. Moment mal. انتظر لحظة. Moment mal. Ich wollte dich auch anrufen. أردت أن أتصل بك أيضا. الفعل anrufen هو فعل منفصل معنى اتصل فعل plus accusative. Ich wollte dich auch anrufen. Ich brauche dringend eine Antwort. أنا أحتاج إلى جواب بشكل مستعجل. Dringend يعني بشكل مستعجل. Eine Antwort يعني جواب. Ich brauche dringend eine Antwort. Sonja, was war das? Sonja, ماذا كان هذا? Sonja, was war das? Ach nichts, Vater. Das war Thomas. Der ist gerade weggegangen. لا شيء أبي. هذا كان توماس. أخ نيشتس يعني لا شيء. لقد غادر للتو. الفعل فيجين يعني غادر هو فعل منفصل. أخ نيشتس فاتر. Das war Thomas. Der ist gerade weggegangen. أخ في شاده. يا للأسف. أخ في شاده. يا للأسف. أخ في شاده. Ich wollte doch noch mit ihm sprechen wegen der Susanne. أردت التحدث معه بشأن دي زوزانة يعني القارب. Ich wollte doch noch mit ihm sprechen wegen der Susanne. Ich bin mir sicher, dass die Susanne nicht haben will, Vater. Ich bin mir sicher, dass. هذه العبارة معناها أنا متأكدة أو متأكد أن. أنا متأكدة أنه لا يريد القارب أو دي زوزانة. Ich bin mir sicher, dass die Susanne nicht haben will, Vater. Ganz sicher. حتما أو بالتأكيد. Ganz sicher يعني بالتأكيد بلا شك حتما. Ganz sicher. Ja, das habe ich mir auch gedacht. نعم هذا ما اعتقدت أنا أيضا. الفعل هنا هو denken يعني اعتقد أو فكر. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Gut, also dann sehe ich eigentlich keinen Grund, das Bootshaus nicht zu verkaufen. جيد. إذن أنا لا أرى في الواقع أي سبب لعدم بيع مرفأ القارب. Der Grund وهو السبب. Verkaufen يعني باع يبيع. Gut. Also dann sehe ich eigentlich keinen Grund, das Bootshaus nicht zu verkaufen. Du wirst verkaufen?
Fantastisch. سوف تبيع رائع. Du wirst verkaufen? Fantastisch. Dann spreche ich gleich morgen früh mit dem Makler. إذن سوف أتحدث غدا باكرا مباشرة مع وكيل العقارات. Dann spreche ich gleich morgen früh mit dem Makler. Hallo. Entschuldigt, dass ich so spät komme. مرحبا. آسف أنني أتيت متأخر. So spät kommen. القدوم متأخر. Hallo. Entschuldigt, dass ich so spät komme. Und wie ist es gelaufen? إذن كيف صارت الأمور؟ Wie ist es gelaufen؟ هذه العبارة معناها كيف جرت أو صارت الأمور؟ Und wie ist es gelaufen? Nicht so toll. لم تكن جيدة. Nicht so toll. Meine Mutter will mir das Geld nicht leihen. أمي لا تريد أن تسلفني أو تقرضني المال. الفعل leihen يعني أقرض أو سلف. Meine Mutter will mir das Geld nicht leihen. Sie denkt, ich gebe zu schnell auf. إنها تعتقد استسلم بسرعة. الفعل aufgeben معناه استسلم أو تخلى عن. Sie denkt, ich gebe zu schnell auf. Und deine Reaktion ist aufzugeben. وردة فعلك هي الاستسلام. Die Reaktion هي ردة الفعل. Und deine Reaktion ist aufzugeben. Wir könnten doch versuchen, irgendwie Geld aufzubringen. يمكننا محاولة الحصول على المال بطريقة ما. Irgendwie يعني بطريقة ما. الفعل versuchen يعني حاول. Geld aufbringen يعني الحصول على المال. Wir könnten doch versuchen, irgendwie Geld aufzubringen. 7000 Mark. Das ist zu schwierig. Wir sind nur 4 Leute. هذا صعب جدا. نحن فقط 4 أشخاص. Die Leute يعني الأشخاص. 7000 Mark. Das ist zu schwierig. Wir sind nur 4 Leute. Wir haben keinen Pfennig. Wir haben keine Zeit. Und meine Mutter will das Bootshaus verkaufen. ليس لدينا أي قرش. Der Pfennig يعني قرش. ليس لدينا الوقت. وأمي تريد بيع مرفأ القارب. Wir haben keinen Pfennig. Wir haben keine Zeit. Und meine Mutter will das Bootshaus verkaufen.